Happy Chinese New Year und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Discover Thailand. Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Fototour zum chinesischen Neujahrsfest. Und los geht's, wer hätte das gedacht, in Chinatown, das ist der wohl offensichtlichste Fotospot für das Chinese New Year. Deswegen werde ich hier auch nicht besonders lang bleiben. Ich werde euch hier zwei, drei Orte zeigen und dann geht's weiter zu den weniger bekannten Orten, die dafür umso interessanter sind. Und wenn man nach Chinatown kommt, sollte man am besten am Abend hierher kommen, denn tagsüber ist es weniger spektakulär. Vor allem jetzt am Vormittag hat noch nicht besonders viel offen. Was richtig schön ist, ist, wenn abends hier die Neonlichter angehen, auch die ganzen chinesischen Lampions über mir. Das kann man jetzt gar nicht so richtig wahrnehmen. Ich blende euch einfach mal ein paar Bilder ein, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und relativ weit am Anfang von Chinatown, in der Nähe vom Chinatown Gate, befindet sich jetzt der Kuan-Yim Schrein. Der gehört zu einer Non-Profit-Organisation, welche direkt nebenan ein Krankenhaus betreibt. Und hier kann quasi jeder hingehen und sich dann kostenlos oder zumindest zu einem sehr günstigen Preis behandeln lassen. Und hier zu diesem Schrein kommen ganz viele Leute zum Beten her. Vor allem am Abend ist es hier ziemlich voll, aber man sieht ja auch schon, sind ein paar Leute. Man kann dann hier natürlich auch spenden und das wird dann verwendet für das Krankenhaus. Aber das ist auch ein richtig schöner Fotospot hier. Schade, dass meine Freundin heute arbeiten muss, sonst hätten wir hier bestimmt richtig coole Fotos machen können bei der Kulisse. Wir sind auch gestern so ein bisschen durch Chinatown gelaufen und sie hat sich so ein chinesisches Kleid gekauft und da haben wir schon richtig schöne Fotos gemacht. Ich kann euch ja mal ein, zwei Bilder einblenden und in der Zwischenzeit laufe ich weiter zum nächsten Fotospot. Als nächstes geht es jetzt durch die kleinen Seitengassen hier und es lohnt sich auch mal wieder hier Fotos zu machen, denn hier herrscht richtiges Markttreiben. Es sind überall Stände, die irgendwelche Gewürze verkaufen, getrocknete Früchte, verschiedene Teesorten. Zwischendurch sind auch immer wieder kleinere Restaurants, die chinesische Spezialitäten verkaufen. Also es lohnt sich wirklich immer wieder hier durchzulaufen. Und auf dem Weg durch die kleinen Hintergassen kommt man an einen weiteren Schrein vorbei. Ich habe den Namen jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, da ich den gar nicht zeigen wollte, denn das ist nur ein ziemlich kleiner Schrein, der etwas versteckt ist in so einem kleinen Hinterhof. Vielleicht kann ich hier zwei, drei Schnappschüsse machen. Und falls euch jetzt wundert, warum hier überall noch so wenig los ist, das liegt einfach daran, dass ich das Video natürlich ein bisschen vorher aufnehme. Es ist aktuell noch nicht das Chinese New Year, es sind nur die Vorbereitungen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass einige Stände tatsächlich geschlossen haben. Ich weiß nicht, ob sie sich vorbereiten auf das große Event oder ob sie sich einfach freinehmen für die Tage. Aber hier geht es jetzt gleich zum nächsten Tempel. Beziehungsweise ich sehe ihn erst da hinten, muss noch einmal durch so eine kleine Gasse durch. Hier geht es jetzt zum Wat Mangkorn Kamala Wat. Der zählt zu den größten und wichtigsten chinesischen Tempelanlagen in Bangkok. Also das ist eigentlich der Tempel schlechthin in Chinatown. Wer hierher kommt, muss den unbedingt besuchen. Und jetzt schaut euch das an. Hier ist wirklich deutlich mehr los als bei den ganzen Tempelanlagen davor. Es ist ja fast schon ein Gewusel hier. Und ich muss mich hier tatsächlich erst noch mal orientieren. Denn ich war hier, glaube ich, erst einmal oder zweimal. Es liegt schon ein paar Jahre zurück. Von daher muss ich erst mal gucken, was wieder wo ist.
Ja, ich glaube, ich werde einfach mal ein paar Fotos machen. Hier kann man zumindest schon mal seine Opfergaben hinstellen. Da hinten beten dann auch einige zu diesen goldenen Statuen. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade so ein bisschen verloren, denn man kann hier natürlich überall noch abzweigen. Und ich weiß gar nicht, was jetzt wo genau ist, wo der Hauptbereich ist. Ich mache einfach ein paar Fotos, vielleicht kann ich ja nachher nochmal eine kleine Ergänzung geben. Irgendwie ist hier einfach zu viel Gewusel. Zu normalen Zeiten ist es eigentlich echt ganz schön, wenn der Tempel hier nicht zu überlaufen ist. Aber ich glaube, fürs Chinese New Year oder selbst davor ist hier einfach überlaufen, weil hier jeder hinkommt und Fotos machen will. Deswegen habe ich ja meine ganzen anderen Orte noch auf der Liste. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt zum nächsten Spot. Dafür muss ich von hier aus Richtung Pahurat, also ins benachbarte Viertel von Chinatown. Und dort gibt es auch einen richtig schicken Fotospot. Sawadee krap. Bei India Emporium Tarai krap. Bei India Emporium Pahurat Tarai krap. Pahurat, yekti. Hoksip? 70, okay. 70. 60. Oh. 60 is fine? Okay. Okay. Und für 60 Baht habe ich mir jetzt einen Tuk-Tuk gegönnt. Die Strecke ist zwar nicht allzu weit, ich könnte es wahrscheinlich laufen in 10, 15 Minuten, vielleicht auch 20 Minuten, je nachdem. Aber ich habe noch einige Orte vor mir und eine Tuk-Tuk-Fahrt gehört in Bangkok irgendwie dazu. Captain Cap. Und jetzt bin ich beim India Emporium, das ist eine indische Shopping Mall, denn Pahurat ist das indische Viertel in Bangkok. Ich habe dazu auch schon mal ein extra Video gemacht, das kann ich euch mal hier oben verlinken. Und ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, dann kaufe ich mir jetzt auch noch einen indischen Tee, denn der ist immer richtig lecker. Sawadee krap. I want masala chai. Und den Tee, den habe ich mir jetzt echt verdient, denn auch wenn das Video erst ein paar Minuten lang ist, bin ich inzwischen schon seit einigen Stunden unterwegs. Von daher genieße ich jetzt den Chai Masala. Der ist richtig schön würzig, auch ein bisschen süß. Erinnert leicht an den Thai-Tee, hat aber dann doch einen deutlich stärkeren, würzigeren Geschmack. Da ist auch noch Ingwer mit drin. Und hier ist auch schon mein nächster Fotospot. Und zwar diese Gasse mit den ganzen Street-Art-Werken links und rechts. Und oben sind diese ganzen Laternen. Jetzt am Tag über sieht es weniger beeindruckend aus. Aber glaubt mir, wenn ihr hier am Abend herkommt, dann macht das richtig was her. Denn diese ganzen Lampions über mir, die leuchten dann. Und es schaut dann richtig schön aus. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Bilder am Handy habe. Und diese Gasse gehört zu diesem Hostel hier, zum Ama Hostel. Ist auch ein schöner Fotospot. Aktuell ist hier ziemlich ruhig. Aber das macht auch was her. Ich laufe jetzt schnell zur nächsten Bushaltestelle, denn so langsam muss ich in die Gänge kommen. So ein paar Orte möchte ich euch noch zeigen. Aber ich muss auch irgendwie hinkommen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass ich es sonst heute nicht mehr schaffe. Da steht schon mal ein Bus, aber das ist leider noch der falsche. Bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, welche Nummer ich nehmen muss, aber der ist es nicht. Ah, dafür der hier, Nummer 40. Das schaut auch gut aus.
nehme einfach mal den hier und hoffe, dass der da hinfährt. Bei Suksanari School. Also es war der richtige Bus. Ich laufe jetzt hier gerade noch über diese Sky Bridge. Hier sieht man nochmal die Aussicht auf die große Straße. Auf der Seite ist richtig viel Stau da hinten. Ich muss jetzt allerdings noch 14 Minuten zu Fuß laufen. Das heißt, ich muss wirklich in die Gänge kommen. Inzwischen bin ich übrigens im Bangkoker Stadtbezirk Thonburi. Hier muss ich jetzt nur noch durch so eine Tempelanlage durchlaufen. Dann komme ich gleich direkt vor in den Chao Phraya Fluss. Und dort muss ich noch ein Stückchen neben den Fluss entlang laufen. Und dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten Fotospot. Na, das schaut auch schon mal ganz gut aus. Am Fluss bin ich schon mal gelandet. Und ich sehe hier auch schon mal die ersten chinesischen Laternen hängen. Das ist auch ein ganz gutes Zeichen. Und hier geht es jetzt zum nächsten Fotospot. Das ist nochmal ein chinesischer Schrein. Allerdings ist das tatsächlich der älteste im Thonburi Stadtbezirk. Und der wurde scheinbar damals von König Taksin eröffnet. Also der ist schon sehr alt und scheinbar sehr schön. Im Inneren vom Schrein darf man leider keine Fotos machen, ist ein bisschen schade, aber muss man eben akzeptieren. Aber trotzdem, selbst von draußen ist es eine richtig coole Fotokulisse. Es lohnt sich auf alle Fälle, hierher zu kommen. Inzwischen ist es fast schon 5:30. Das heißt, es könnte sein, dass wir jetzt zum letzten Fotospot laufen. Ich werde es probieren, dass wir irgendwie noch einen danach schaffen, aber ich kann es euch nicht garantieren, weil entweder ist es dann schon dunkel oder der hat geschlossen, aber ihr könnt ja hier schon mal auf den Weg schauen. Hier hängen auch schon mal die ersten chinesischen Lampions. Und jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, ich muss da lang laufen. Aber es war tatsächlich auch schon ein paar Jahre her, als ich das letzte Mal hier war. Und hier gibt es einen chinesischen Schrein. Das war jetzt eigentlich gar nicht der, den ich euch zeigen wollte. Aber ich dachte mich halt ganz kurz an, weil direkt gegenüber gibt es hier diese ganz netten Wandmalereien. Und der liegt sowieso auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Der da oben sieht so aus wie so ein Musiker. Der da unten hat ein Schwert, das ist vielleicht ein Kämpfer. Bei denen hier weiß ich jetzt nicht. Aber es ist auf jeden Fall auch ein ganz cooler Fotospot. Inzwischen habe ich den nächsten Fotospot gefunden. Allerdings gibt es direkt nebenan noch ein Restaurant, was gleich zumacht. Das heißt, ich gehe erstmal da kurz rein. Das heißt My Grandparents House. Ist ein altes Holzhaus direkt am Fluss. Man muss ja auch die Schuhe ausziehen. Vielleicht kann ich ja hier noch eine Kleinigkeit essen, denn ich hatte heute tatsächlich nur Mittagessen und unterwegs meinen indischen Tee. Jetzt schauen wir mal. Oh, hier sind doch einige Leute. Aber kein Wunder bei dieser Aussicht hier direkt am Fluss. Schaut richtig schön aus. Dann bestelle ich mir hier irgendwas. Okay. Thank you. Captain Cap. Also Glück gehabt, ich habe gerade noch was zum Essen gekriegt. Und zwar Moussaté, also so gegrilltes Schweinefleisch. Dazu gibt es dann noch eine Erdnusssoße. Kann mal hier ein bisschen was eindippen und probieren. Es ist immer richtig schön saftig und würzig. Denn das Fleisch wird beim Grillen immer mehrfach mariniert. Und als Getränk gibt es diesmal kein Thai-Tee. Ich habe es mir fast schon überlegt, einen zu kaufen. Aber nachdem ich in den Kommentaren inzwischen den Spitznamen Thai-Tee-Chris gekriegt habe, habe ich mir jetzt einen Lychee-Soda bestellt. Ich sehe gerade, hier ist auch noch das Logo vom Restaurant. Oh, und das ist richtig erfrischend. Und normalerweise ist es immer ziemlich süß. Aber das ist jetzt gar nicht so süß.
Da ist auch noch ein bisschen Minze drin. Also der ist eigentlich richtig gut. Aber das Beste hier, das ist natürlich die Aussicht. Gerade jetzt zum Sonnenuntergang gibt es, glaube ich, nichts Besseres als das hier direkt am Chao Phraya Fluss. Also das hat jetzt richtig gut getan. Ich fühle mich wie neu geboren, denn ich habe heute echt nicht viel gegessen. Aber jetzt schaut euch mal das hier an. Das ist wirklich noch traumhaft. Das ist jetzt dieser chinesische Schrein. Jetzt gehen auch langsam die Lichter an. Das heißt allerdings, dass es wahrscheinlich der letzte Fotospot für heute sein wird. Also es ist ein bisschen kitschig hier mit den bunten Lichtern, die sich im Kreis drehen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, ist schon ein ganz cooler Fotospot. Und ich würde sagen, wir laufen jetzt noch einmal kurz vor zum Pier. Denn es ist tatsächlich leider der letzte Fotospot für heute. Denn die Sonne geht langsam unter. Ich habe aber noch zwei Tipps für euch. Tipp Nummer 1, das Long 1919. Wer mir schon folgt eine Weile, der kennt den Ort wahrscheinlich schon. Der hatte ich jetzt schon zwei Videos gemacht. Die kann ich ja auch mal verlinken. Beziehungsweise ich kann auch ein paar Bilder einblenden. Das ist wie so eine Art chinesisches Kulturzentrum, auch direkt am Chao Phraya Fluss gelegen. Und der nächste Ort, den ich euch empfehlen kann, das ist Talat Noi. Das hat auch einen sehr starken chinesischen Einfluss. Dort hatte ich ja auch schon ein Video gemacht. Da könnt ihr so ein bisschen Eindrücke sammeln. Und ich war da auch tatsächlich gestern mit meiner Freundin ein paar Bilder machen. Ich kann euch da ja auch mal zwei, drei Beispielbilder einblenden. Und jetzt bin ich ganz vorne am Pier. Vielleicht kann ich den Schrein ja noch mal von hier zeigen. Oh, das schaut auch echt schön aus. Schaukelt ein bisschen gerade mit den Wellen. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch zwei, drei Fotos, bevor es hier dunkel wird. Dir schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Du findest wie immer unten in der Videobeschreibung den Google Maps Link zu jeder Location, die ich euch heute gezeigt habe. Und wenn du weitere solche Videos aus Bangkok sehen willst, dann abonniere doch bitte den Kanal und aktiviere am besten auch die Glocke, denn die Videos werden nicht immer angezeigt. Vielen Dank dir fürs Zuschauen und bis dann. Ciao!